Nur wenn der Reiter richtig einwirkt und das Genick des Pferdes locker ist, kann es seine innere Hüfte leicht absenken und dabei seine inneren Hanken, also die großen Gelenke seiner Hinterhand, vermehrt beugen. Der Schulterrein ist ja versammlungsfördernd und wird auch in der Versammlung geritten. Parieren mal ganz kurz an beiden Zügeln und dann hast du wieder mehr am Äußeren. So, verwechsel Fleiß nicht mit Eile. Fuchsstute Shakira hat nach ein paar Trächtigkeiten noch einige körperliche Defizite, die unter anderem über die Arbeit in den Seitengängen bereits deutlich verbessert werden konnten. Naja, aber jetzt lässt du sie hinten übertreten. Das ist zwar auch eine Möglichkeit einer Übung, aber du hast jetzt nicht die Schulter reingeholt, sondern die Kruppe rausgeschoben. Du wendest über den äußeren Zügel die Vorhand rein. Reiter und Ausbilder müssen sich auf die unterschiedliche Sensibilität und das individuelle Vermögen eines Pferdes einstellen. Nur dann kann man jedem Pferd gerecht werden. So, jawohl, jetzt bist du auf der Linie. Super.